Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Grauen von Grimm 104 in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das Grauen von Grimm 104, das Ganze am 31. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Es ist mal wieder eine Vinyl, eine reguläre Standard-Vinyl und unüblich, aber es ist doch geschehen. Normalerweise werden ja Deutschrap-Releases oder generell Releases immer am Freitag veröffentlicht, aber Grimm 104 hat sich dafür entschieden, diese schon am Donnerstag zu veröffentlichen, denn das war der 31. Oktober und bei diesem Albumtitel ist das auch passend gewesen. So, wir werden mal die Folie hier abnehmen. Dazu schneiden wir hier auf. Hier noch einmal kurz nachbessern. So. Und dann kann es auch schon losgehen. Es ist meines Wissens das Debütalbum von Grimm, der ja vor allem in der Vergangenheit immer als Collabo aufgetreten ist, und zwar als zugezogen maskulin gemeinsam mit Testo. Und jetzt Solo hier mit seinem ersten Album. Also, wir haben hier auf dem Cover einmal den Schriftzug unten, Grimm 104, das Grauen, das Grauen. Und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet. Sieht so aus, als wäre hier am Steuer eines Fahrzeugs. Und die Sonnenblende ist hier in seinem Gesicht. Und ja, eventuell auch das Dach, aber hier wirft auf jeden Fall, hier wird auf jeden Fall ein heftiger Schatten in sein Gesicht geworfen und es sieht etwas verstörend aus. Passend dazu dann auch noch die spitzen Eckzähne, also das Vampir-Thema hier angedeutet. An der Seite lesen wir hier unten wieder Grimm 104, das Grauen, das Grauen. Auf der Rückseite haben wir hier links oben einen Barcode und ein Gelände, das sieht für mich aus wie so eine Fabrikhalle oder so eine Lagerhalle. Davor steht hier ein, was ist das? Das dürfte ein alter Mercedes sein. Voraussichtlich der, auf dem Grimm hier auch auf dem Cover zu sehen ist, wie er diesen steuert. So, was lesen wir dann hier? Wir haben hier die Tracklist. 10 Stück an der Zahl. 5 auf der A-Seite, 5 auf der B-Seite. Dann haben wir Track Nummer 8. Das ist ein Skit. Ansonsten hier Tracks. Und dann haben wir hier noch die Infos zum Album, also wer hat produziert, wer hat hier mitgewirkt. Okay, so, dann schauen wir mal hinein. Sonst ist hier nichts weiter zu sehen. Wir haben hier die Vinyl in einer rauchgestalteten Vinyl, beziehungsweise, naja, die Hülle ist mehr, ja, ich glaube, es sind doch Wolken und das dürfte dann mehr so den Mond repräsentieren. Hier lesen wir wieder Grimm 104, auf der Rückseite das Grauen, das Grauen. Und die Vinyl an sich ist ganz klassisch in schwarz gehalten. Und hier in der Mitte haben wir abgewandelt so das Yin und Yang Symbol, nur eben hier mit zwei Geistern. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So, dann haben wir hier einmal die Tracklist, also die Tracks, die hier drauf sind. Wie gesagt, 5 Stück pro Seite, das ist in diesem Fall die B-Seite und das hier dann die A-Seite. Jawohl, so sieht das aus. Dann packen wir das Ganze mal wieder zurück in die Hülle. Album-Download-Code habe ich jetzt leider keinen finden können. Hier ist auch keiner drin, nein, schade. Aber ja, also eine ganz einfache Vinyl-Edition. Das war's auch schon. Also, die Vinyl hier in dieser Papierhülle, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, das Grauen von Grimm 104. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Grimm 104 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.